Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Map-Vorstellung für Transportfieber 2. Schön, dass ihr reinschaut. Ich habe heute den Glaswaldsee für euch vom guten Schakal. Der hat nämlich diese Map für uns erstellt und im Steam-Workshop veröffentlicht. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Ist eine sehr große Karte, Seitenverhältnis 1 zu 1. Wir haben 15 Städte auf der Karte, ist für eine sehr große Karte ja sehr überschaubar. Aber wie ich euch ja schon öfter gezeigt habe, mit dem Sandkastenmodus könnt ihr natürlich euch die Städte so platzieren, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, das ist mir ein bisschen wenig, könnt ihr noch ein paar mehr dazu packen. Ihr benötigt keine Mods für diese Karte. Finde ich sehr, sehr cool immer, wenn keine Mods benötigt werden, weil ja nicht jeder ist da so im Bilde oder kriegt das so auf Anhieb hin oder hat Erfahrung, wie man Mods installiert. Deswegen immer wieder schön, dass es auch wunderbare Karten gibt, ohne die Voraussetzung, dass man Mods benötigt. Ja, wir haben hier in der Mitte einen schönen großen See, den Glaswaldsee, der sehr schön angelegt ist, wie ich finde. Wir haben hier noch eine Insel in der Mitte, hier haben wir so eine, ja, so eine Landzunge, so eine Halbinsel quasi. Hier oben haben wir auch noch zwei kleine Inseln drin und alles ist auch schiffbar. Also ihr könnt hier auch viel Schiffverkehr an den Start bringen, das ist gar kein Problem. Viele Industrien gesetzt, die auch sehr schön sich ja, verbinden lassen. Hier haben wir zum Beispiel Öl, das bringst du hier rüber. Dann kannst du hier, also Rohöl haben wir hier, das bringen wir hier rüber. Dann können wir Öl raffinieren, das dann nach hier oben fahren, Treibstoff herstellen oder Plastik. Und das Ganze dann verteilen. Plastik können wir dann hier rüberbringen und hier können wir dann Waren produzieren. Also alles sehr, sehr schön angelegt. Hier haben wir einen schönen Berg in der Ecke. Kann man wunderbar auch Screenshots erstellen von hier oben. Dann haben wir hier Bad Blankenberg, Bad Seeberg, Altenau. Hier unten haben wir Heppenheim, Mönchsberg und auch wunderbar natürlich, wie man von hier, kann man schön hier rüber nach Mönchsberg fahren, dann hier einmal durchs Tal hindurch nach Brahlstorf, dann geht es hier oben nach Simonswald, hier geht es dann nach Geroldseck, hier auch wunderbar, einmal hindurch, auch schön hier wieder das Kohlebergwerk hier auch in die Landschaft mit reingebaut, nicht einfach nur die Industrie platziert, sondern hier auch noch schön so ein Kohletagebau gebaut. Gefällt mir immer sehr gut. Dann haben wir hier Prinzbach. Auch wieder viele Industrien rundherum. Hier oben haben wir dann auch noch ein Städtchen auf ja, knapp 160, also knapp 200 Meter Höhe. Na, da würde ich dann hier hinten dann wahrscheinlich runterfahren. Hier am Hang entlang nach Prinzbach. Lässt sich sehr schön verbinden. Hier vielleicht sogar eine große Brücke drüber bauen. Hier oben haben wir auch noch ein Eisenerzbergwerk, was er erstellt hat. Auch wieder schön angelegt. Hier hinten auch noch einen Steinbruch eingesetzt. Also der Schakal macht auch schon echt schöne Karten. Ja, jeder hat ja seinen Baustil. Er verzichtet hier zum Beispiel, was ich immer sehr schön finde, auf viele angelegte Felder. Dafür gestaltet er dann die Steinbrüche und die Bergwerke sehr schön aus. So hat jeder seinen Stil, der ZHD, der baut ja immer dann wunderbar alles mit diesen Feldern zu, was dann optisch von oben natürlich auch sehr schön aussieht. Hier haben wir dann noch die Pfahlbronner Mühle. Hier unten haben wir den Kurort Volkersdorf, schön am See gelegen. Reichlingen auch mit reichlich, schönes Wortspiel, Reichlingen mit reichlich Industrie drumherum. Also wirklich eine wunderbare Karte. Kann man nicht meckern. Ne? Ich finde das immer sehr cool, wenn wir hier nochmal die Höhenlinien kurz anmachen. Hier unten sind wir auf 5 Meter und dann haben wir hier immer diese schönen kleinen, ja, Mittelgebirge würde ich es jetzt fast nennen. Ne, mit 800 Metern. Dann haben wir hier 530 knapp. Hier haben wir dann 510. Und dann hier die höchsten Erhebungen mit 1000, 1300. Hier oben Mauszeiger ausrichten, ja, 1400 Meter, also wirklich schön,
Ne, hier können wir dann auch, wie ich ja eben schon sagte, hier vielleicht sogar eine Brücke drüber. Hier am Bergwerk vorbei, hier runter nach Pfahlbronner Mühle. Und ich würde dann ja sogar hier in dem Bereich noch ein Städtchen hinsetzen, weil der Weg von hier oben, von Rocklum bis nach hier hinten, ist schon ziemlich weit, dass man eventuell hier noch ein Städtchen reinsetzt und hier noch ein Städtchen. Und dann kann man hier runterfahren, Bad Blankenberg. Entweder hier dann die Strecke enden lassen oder dann noch hier rüberfahren. Vielleicht sogar eine Rundlinie anlegen. Hier dann noch rüber nach hier. Und dann fährt man hier wieder hoch. Simonswald, Prinzbach und dann wieder hier hoch nach Rocklum. Schön, schön, schön. Kann man nicht meckern. Hier auch Getreide bringt man hier zur Lebensmittelfabrik und dann kann man das schön verteilen. Kann man schon schöne Sachen bauen hier auf der Karte. Ja, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade mit diesem schönen See in der Mitte, der sich hier auch schön durchschlängelt, den hat er echt schön angelegt. Also da kann man wirklich nicht meckern. Könnte auch ein Stausee sein, dass hier irgendwo hier hinten dann die Staumauer ist und hier das Ganze halt aufgestaut wurde. Und so dann dieser See entstanden ist oder halt auf der Seite die Staumauer irgendwo ist. Oder man baut hier sogar noch sich die Staumauer rein, gibt es ja auch als Mod. Das würde dann auch wunderbar passen. Hier an den Kartenrand noch die Staumauer bauen. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, viel Spaß mit der Map. Tut mir nur einen Gefallen, wenn ihr die spielt, runterladet, lasst ihm doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben bei Steam da. Wenn ihr ein paar Punkte übrig habt, noch einen schönen Steam-Preis und einen netten Kommentar. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich die Mühe macht, Maps baut und dann kostenfrei zur Verfügung stellt. Da steckt immer viel Arbeit drin und wir alle profitieren von den Jungs und Mädels, die uns Mods, Karten basteln und wir kriegen das alles kostenfrei. Ist nicht selbstverständlich. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.